Freunde, ja, das sind wir zwei. Machen kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu. Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Morgen, Silvia. Hallo. Guten Morgen, Andrea. Schon fast schön. Guten Mittag. Ja. Ja, heute sind wir ein bisschen verschoben mit unserem Aufnahmedate, aber das ist auch ganz okay so. Ja. Ja. Das ist in Ordnung. Ja, viel passiert wieder, ne? Mhm. Neue Sachen entdeckt. Irgendwie. Immer. Beide wieder gleich irgendwie. Ne? Wir ergänzen uns gerade wieder perfekt. Absolut, ja. Mal und, davon abgesehen, dass wir letzte Woche diesen inspirierenden und erfolgreichen und auch toll anzusehenden von den Ergebnissen her Kreativ-Summit hatten. Ja. Es hat sehr Spaß gemacht, da die ganzen Bilder anzuschauen. Haben wir uns auch jetzt gerade vorher noch mal kurz drüber unterhalten. Ja, wobei ich gar nicht so viel angeschaut habe, weil ich hatte letzte Woche Nachtdienst und dann konnte man ja immer nur von Mittag bis Mittag sich das angucken und ich hatte keine Zeit einfach. Und deins habe ich erst mal verpasst, das habe ich mir jetzt dann gestern, als alle noch mal freigeschalten wurden, habe ich mir das dann noch mal angeguckt. Sehr hat nett. Mir sehr gut gefallen. Werde ich auch nachmachen, wenn mein Kasten da ist. Ich habe mir den Karandasch-Kasten bestellt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, genau. Und dann werde ich das machen. Darfst du sein, ja. Für alle diejenigen, die sich noch dafür interessieren, man kann diesen Summit auch käuflich erwerben für 47 Euro, hat dann diese 12 Tutorials in einem Paket dabei zum immer wieder angucken. Plus noch diverse Geschenkchen mit dabei. Also lohnt sich. Wir posten bzw. schreiben den Link dazu auch wieder in die Shownotes und da könnt ihr drauf zugreifen, wenn ihr möchtet. Ja, ansonsten sitzen wir beide, jeder an seinem an seinem Leporello mit Farbe und Gunkeln. Ja, genau. So lustig. Also deins wird gerade, geht in eine andere Richtung als meins so ein bisschen gerade. Aber wir haben, also angefangen habe ich ähnlich wie du. Aber es ist total spannend. Es passiert auf jeder Seite so viel. Und jetzt gerade passiert das hier bei mir. Ah ja, okay. Aus den Pinselstrichen entstehen wieder wunderbar witzige Figuren. Sehr schön. Genau, also ich habe einfach mit Aquarellfarben sind das jetzt, habe ich einfach gestern im Dunkeln, also ich habe gar nicht so richtig gesehen, welche Farben ich benutze. Klasse. Und ob das jetzt so genau passt und so, aber ich habe im Dunkeln einfach so ein bisschen vor mich hingemalt auf dem Sofa, wo ich normalerweise nicht mit Aquarellfarben hantiere. Aber ich war zu müde, nochmal in mein Studio runterzugehen. Und ich war auch irgendwie zu müde, nochmal aufzustehen und Licht anzumachen. Und dann habe ich während dem Tatort so ein bisschen einfach vor mich hingestrichelt. Und jetzt heute früh habe ich damit angefangen, da Figuren rauszumachen. Aber ich will im Hintergrund auf jeden Fall auch noch dunkeln. Ja, perfekt. Genau. Super. Ja, bei meinem, das hatte ich auch schon so auseinandergeschnitten, das Leporello, so ein großes, ganz großes Blatt. Und heute Morgen habe ich es mir wieder zusammengeklebt, damit ich damit mit meinen Gouache-Farben drauf rumspielen kann. So, ich muss mal ganz kurz unserem Gast antworten. Wir haben nämlich heute einen Interviewgast. Yay! Dann kann sie wohl gleich. Ja, ich denke es mal. Okay, auf jeden Fall. Da sind jetzt, ich habe gestern rumgetobt wie eine Verrückte. Also das war wirklich so eine, da ist was aufgegangen gestern bei mir. Ich weiß nicht, was das war. Also ich bin wieder zu was
zurückgekehrt, was ich schon gemacht habe, was mir schon mal so irre viel Spaß gemacht hat. Ja. Einfach mit einem schwarzen, flüssigen Malmittel, in dem Fall war das jetzt eben Gouache-Schwarze angemischt mit Wasser und allen möglichen Utensilien, die man so zur Hand hat, ob das jetzt Pinsel sind oder Papierstreifen, Pappstreifen oder Q-Tips und ich habe so eine, was habe ich hier, alle möglichen Küchensachen, so eine alte Flaschenbürste und ein Silikonpinsel. Das solches Zeug. Hast du deine Cola-Feder ausprobiert? Wieder? Malspachtel. Oh, nee, habe ich noch. Ach, danke. Cola-Feder. Die habe ich total vergessen. Wollte ich dir gestern schon schreiben. Ich suche die ganze Zeit nach genau dem, was solche Spuren macht. Oh Mensch, also manchmal ist man ja wirklich. Gut, dass du mich hast. Ja, gut, dass ich dich habe. Ich habe das gestern gesehen und habe so gedacht, also da fehlt jetzt noch die Cola-Feder. Oh, weil gespannt, Mensch, wann sie die nimmt. Die habe ich überhaupt nicht. Ich habe dauernd gesucht und gesucht. Ja gut, aber heute Morgen bin ich dann auf den Schlepper. Es kann übrigens auch eine Eistee-Feder oder eine Fanta-Feder sein. Oder eine, weil in meinem Fall ist es auch keine Cola-Feder, sondern eine Prosecco-Feder. Aber wieso? Ja, oh, das ist natürlich Prosecco aus der Dose. Genau. Das ist dekadent, ich weiß auch. Okay. Ich habe auch einen Prosecco in der Dose im Kühlschrank stehen. Könnte ich auch mal trinken. Aber nicht jetzt. Aber daraus werde ich vielleicht auch eine basteln. Ich habe das nämlich auch vor. Ich habe ja noch keine gebastelt beim letzten Mal. Aber dafür habe ich dann eben gedacht, boah, dafür müsste ich mir jetzt auch mal eine basteln. Genau, und das ist letztendlich ein großes Farbenspiel auf einem großen Papier und Spuren hinterlassen ist. Ja. Und also unterbrech mich, wenn unser Gast dazu kommen sollte. Gell? Mach ich. Nicht, dass du mich jetzt da noch ewig nicht ausreden lässt oder so. Genau, also letztendlich bringt das uns auch ganz zurück an die Wurzel der Malentwicklung, wenn wir so uns einfach nur darauf konzentrieren, Spuren zu hinterlassen. Das machen Eineinhalbjährige. Bis Zweijährige, die malen genau so. Die tauchen ihren Finger in eine Farbe oder ihre Hände und dann wollen die Spuren hinterlassen. Genau, ja. Und da wird so dieses innere Kind angesprochen und dieses Spielerische eben geweckt. Und das macht einfach so Spaß, wenn man sich darauf einlässt. Ja. Also wenn du brauchst so ein bisschen wieder diesen Mut, dass alle Spuren, die du da jetzt auf das Papier machst, schon irgendwie was werden. Und es darf am Anfang nicht im Vordergrund stehen, dass daraus jetzt was wird. Also es steht eigentlich zu keinem Zeitpunkt im Vordergrund, sondern es geht darum, dieses Papier zu füllen mit Spuren und noch nicht mal mit Mustern, sondern einfach quer drüber. Und da kann man eine coole Musik dazu anmachen. Also dann kann man sich so von der Bewegung, vom Rhythmus auch ganz gut leiten lassen. Oder man kann das eben so ganz ohne zu denken einfach wild mit allem Möglichen machen. Also man kann auch mal einen Tannenzapfen zum Beispiel in Farbe tauchen und dann da drüber rollen oder also alles Mögliche, was du gerade willst. Tannenzapfen nicht, sondern diese Fichtenzapfen sind es dann. Tannen haben wir hier nicht so viele, aber Fichtenzapfen gehen auch super, ja. Genau, also solche Sachen eben. Und das macht dann so einen Spaß. Und das ich habe sogar mit Zahnbürste rumgesaut. Ja, genial. Nee, und das ist auch wieder so eine Möglichkeit, Pinsel auszuprobieren, die man lange nicht benutzt hat, oder sicher. Material auszuprobieren. Ja. Ne? Ja, und das Allerbeste dabei war halt, also ich habe es jetzt nicht mit Musik gemacht, sondern ich wollte da auch wirklich ganz explizit mal in mich reinspüren, was mir so gefällt gerade. Und das war wieder so ein Moment, in dem innerlich was in mir aufgeleuchtet hat. Das war so ein totaler Aha-Moment. Und ich bin dem sofort nachgegangen, weil das ist genau dieser Effekt eben von dieser Art Mal-Sessions, mit denen sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, sie wirken zu lassen. So, das ist ja auch diese Rückkopplung von Hand und wieder gucken und so, ne?
Das hast du ja ständig, also dass das, was du auf dem Blatt machst, du fühlst das und du siehst es aber auch gleichzeitig. Und dieses, das Empfinden, was du dabei hast, das löst wieder was aus und das hat so eine richtige Welle losgetreten. Und auf einmal habe ich angefangen mit... So, die Aufzeichnung läuft jetzt wieder. Ja, mein Leuchtmoment gestern, genau. Das war dann im, ich habe genau einen Malspachtel hergeholt und habe damit halt so den so flach auf das Papier gedrückt mit der schwarzen flüssigen Gouache und Spuren gemacht. Und dann habe ich so aus dem Impuls raus die vorne die Spitze ausgestrichen. Ne? Und ich so, oh, was ist denn das? Dann lauter so, oh, geniale Striche, Linien. Und das fühlte sich vom Zeichnen her so unglaublich toll an, dass ich so sofort nächstes Blatt her und weiter. Ja, cool. Und dann hatte ich ruckzuck halt so zwei komplett abstrakte Blumenbilder da. Ne? Die waren eigentlich, sahen die total fertig aus. Mhm. Dabei habe ich dann nur mit Farben, mit Schwarz auf und verschiedenen Werkzeugen auf dem Blatt rumgespielt. Und das war eben so genau das, was so dieses Wunder der Kreativität so für mich ist. Ne? Dass man diesen Impuls spürst du im Körper. Das weißt du genau, da ist jetzt was, das sagt ganz laut ja. Und dem musst du nachgehen. Ja, genau. Also ich kenne das von meinen intuitiven Tierchen eben auch. Ne? Mhm. Wenn ich die Bilder anschaue, also das Farbenbad zerschneit und das dann anschaue und dann sehe ich ja quasi das Tier schon da stehen. Und wenn es mir dann gelingt, das so rauszuholen, dann habe ich auch manchmal so dieses, oh Gott sei Dank bin ich dem Impuls jetzt gefolgt und es ist genau perfekt, so wie ich es haben will. Es schaut natürlich total unperfekt aus, aber es ist genau richtig. Super. Und das ist, das sind so die Momente, finde ich, wo man so einen Energieschub kriegt durch die Kreativität. Richtig. Ja, so richtig. Ja. Also es hat mich dann auch echt komplett durch diesen Tag getragen. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Ich weiß gar nicht. Ich habe seitenweise dann von diesen Farbspielereien da, also was heißt Farbe? Es war ja nur schwarz. Mhm. Schwarz und verschiedene Papiere und verschiedene Spuren und Materialien getestet. Ja, und am nächsten Tag wanderten die dann so nach und nach auseinandergerissen in einem Skizzenbuch mit Farbe kombiniert und dann wieder noch jede Menge Gunkels dran. Und ich bin ja strichelsüchtig. Also strich. Voll im Flow, war so geil. Ja, super. Großartig. Ja, schön. Ja, und heute haben wir was Besonderes für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute einen Gast und sagen herzlich willkommen Nadine Campbell, eine Malfreundin, Tanzpädagogin und Porträtkünstlerin, die jetzt gerade auf Tierbilder umsteigt bzw. dazu nimmt. Und ja, wir hatten dich letzte Woche bei uns in deinen Malfreunden beim ersten Kreativschnack und du hast uns wunderbare Lockerungsübungen gezeigt für die Hände, die Schultern, den Nacken. Alles, was Künstler braucht, um sich vom Malen wieder aufzulockern. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, hallo Andrea, hallo Silvia, vielen herzlichen Dank für die Einladung und hallo an alle Zuhörer, die heute der Folge natürlich auch beiwohnen. Ja. Nadine, magst du dich kurz in ein paar Worten vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja, du hast mich ja gerade eigentlich schon ganz gut vorgestellt, woher wir uns kennen. Zur Tanzpädagogin. Was ist das? Es hat nichts mit Therapie zu tun, sondern ich lehre das Tanzen. Und zwar arbeite ich dort halt verstärkt mit den Teilnehmern und sage ich jetzt mal, das ist mein Material, mit dem ich arbeite. Ich bin kreativ mit den Schülern zusammen und entwickle halt mit ihnen halt auch Choreografien zum Beispiel. Super, ja. Tanzen hast du da ein bestimmtes Alter? Ich habe so, die Kleinen fangen so ab 4 schon an und bis 75 ist eigentlich alles dabei. Ah, wow. Ja, ich selber tanze, seit ich 3 Jahre alt bin. Ich komme aus einer Tanzfamilie, meine Eltern haben sich übers Tanzen kennengelernt. Ich bin die älteste von 5 tanzenden Mädchen. Die sind alle Meister in den verschiedenen Alterskategorien, allerdings im Bereich Streetdance und Hip-Hop. Ich selbst habe aber früh mit dem Ballett angefangen und bin die Einzige, die das also auch beruflich macht.
Ja, und mit 11 hatte ich meinen ersten Profivertrag im Theater und seitdem ging das immer so weiter. Ja, wow, Super. großartig. Und du hast auch schon direkt eine von meinen Fragen, die ich mir so vorher notiert hatte, direkt beantwortet, nämlich mit welchem Material du am liebsten kreativ bist. Beziehungsweise das war quasi, nee, das war Silvias Frage, ne? Das war ja Das war deine Frage. meine, Ja, war ja genau, deine das war Frage. meine. Ja. Aber da kommen wir auch später nochmal dazu. Jetzt bleiben wir erstmal beim Tanz. Genau. Da würde mich nämlich mal noch interessieren. Also du hast jetzt gesagt, du hast mit Ballett angefangen. Du hast auch eine Tanzschule, richtig? Ja, Oder genau. du. Mit 24 habe ich mit meinem Papa zusammen eine GbR gegründet. Also für die Zuhörer, ich werde nächsten Monat 39, also ich mache das schon sehr lange. Sehr viel Erfahrung, ja. Ja, und du unterrichtest an dieser Tanzschule. Welche Tanzrichtungen jetzt? Tatsächlich halt auch Ballett, Contemporary, Spitzentanz gehört auch dazu. Also das kennt ihr aus dem Ballett, das Tanzen auf der Spitze auf einen Quadratzentimeter C. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, stelle ich mir so Ja, schlimm vor. Aua. ist alles Aua. Trainingssache, alles Trainingssache. Ja, okay. Und halt auch Street Dance, also die Urban Styles, weil meine Familie hat da seine Wurzeln, also mein Vater, meine Mutter halt. Und ja, unsere Schüler sind jetzt auch zum fünften Mal hintereinander schon Weltmeister geworden. Klasse. Was? Unsere Schüler sind Weltmeister geworden. Ist das dann quasi so eine Formation oder wie habe ich mir das Also wir haben vorzustellen? Duos, Soli und Gruppen halt, genau, Ah, okay. verschiedene. Aber nicht so große. Also wir haben keine sogenannte Mega-Crews, das sind ja bis 30 Personen. Das machen wir nicht, sondern wir sind spezialisiert halt auf kleinere Gruppen. Kurz Ah. nennt man das zu viert. Oder halt im Duo und Solo. Unser jüngster Meister, der als erstes Meister geworden ist, war erst 8 Jahre alt. Wow. Krass. Großartig. Ja, das Und ist, ja, die das. tanzen dann bei Meisterschaften, aber wo tanzen die sonst so? Tanzen die auch am Theater oder tanzen die bei Musicals mit oder tanzen die irgendwie so im Background bei irgendwelchen Sängern oder bei Musikvideos oder wie kann ich mir das vorstellen, also in der Ja, da kannst du Praxis? eigentlich schon einen Punkt hintermachen, Silvia, das hast du schon gut erkannt. Okay. Meine Schule ist, dieses Jahr sind wir trotz der Pandemie anerkannt worden zum außerschulischen Bildungsinstitut. Das heißt, wir bereiten Tänzer tatsächlich auf den Beruf des Tänzers vor oder des Tanzpädagogen. Und ja, das war für mich auch was Besonderes, jetzt diesen Schritt auch geschafft zu haben. Nach ja, 15 Jahren haben wir jetzt die Tanzschule. Also ich habe davor schon länger unterrichtet, aber die eigene Schule. In dem Fall Tanzschule Body Talk, weil wir sprechen mit dem Körper. Ja, cool. Ja, so haben wir das genannt. Und ja, unsere Schüler sind tatsächlich im Kinderchor, in der Staatsoper, also im Ballettbereich, haben aber auch Theaterstücken, also freie Theaterstücke, Werbung, Film, Fernsehen, tatsächlich auch im Kinofilm. Also überall kann man sie mal finden. Ach, cool. Sehr klasse, ja. Spannend. Sehr spannend, ja. Ja, und du bist aber, also du brauchst natürlich deine Kreativität da, weil du erarbeitest mit den Schülern oder selbst alleine die Choreografien. Genau. Und also das ist ja auch so ein, ja, da muss man ja auch irrsinnig kreativ sein, zu gucken, was geht. Und dann muss man das ja auch immer noch anpassen an die Leistung der anderen. Also das ist ja dann nochmal irgendwie so ein bisschen. Ja, also man stellt sich das ja im Kopf irgendwie vor und dann muss man das aber runterbrechen. Man muss es gut vermitteln können, was man will. Gut, du kannst es auch vormachen, aber dann ist ja nicht klar, dass das dann auch jeder so kann oder jeder so umsetzen kann. Das ist so die eine Kreativität, die du hast. Und das andere ist aber, du zeichnest Porträts. Du hast mich gezeichnet, so haben wir uns kennengelernt. Da flatterte dann irgendwann ein Brief ein und ich habe mich irrsinnig gefreut und es hängt unten in meinem Studio. Schön zu Sehr hören. cool. Und Wunderbar. Genau, also du zeichnest Porträts mit Bleistift und da hast du gar noch nicht so lange mit angefangen. Nein, das mache ich tatsächlich. Also das Zeichnen an sich ist zum Teil die letzten Jahre einfach komplett an mir vorbeigegangen. Irgendwie
Ich habe mal ab und zu, wie ihr sagen würdet, gegunkelt. Sehr lobenswert. Also so ganz bisschen und auch ohne Plan halt. Und ich bin hier erst vor etwas mehr als 2 Jahren von der kleinen Stadt Celle, Herzogstadt Celle, nach Hannover gezogen, weil es für mich durch meinen Beruf muss ich halt viel reisen und das ist mit der Zuganbindung dann noch ein bisschen leichter. Und die Liebe hat sein Rest dazu getan. Ja. Ja. Beste Grund ever. Und so hat sich das dann ergeben. Und ja, mein Freund hat dann tatsächlich gegenüber von uns, das hatte ich neulich der Andrea auch schon mal kurz erzählt, hat ein Atelier gegenüber und sagte so beim Spazierengehen, sagt, guck mal, die haben hier Malkurs und so, willst du da nicht mehr hingehen? Und ich sage, nein, um Gottes Willen, ich kann doch nicht malen. Vor allen Dingen, die können doch bestimmt schon alle was und ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ja, dann war ich, habe ich da angerufen und habe gesagt, ich habe nichts, kein Papier und keine Stifte. Und die Lehrerin war super nett und hat gesagt, ja, wir haben alles hier, komm einfach vorbei, du kannst es von uns haben. Und dann war das ein sehr gemixter Kurs. Frauen allen Alters, wobei ich eher so zu den Jüngeren ja, gehört habe. Und ja, dann hat sie mir halt gezeigt mit geometrischen Formen und so, wie man ein Blümchen malt. Und 3 Stunden gemacht und sie hat gesagt, du hast doch keinen Malkurses gehabt. Ich sage, nein. Und dann hat sie mein Bild im Kurses rumgezeigt und sagt, guck mal, das ist ihr erstes Bild, was sie jetzt gemacht hat. Und mir war das tatsächlich ein bisschen unangenehm. ich stehe ja auf der Bühne und das ist für mich völlig natürlich, mal in der Öffentlichkeit zu stehen, weil ich das halt von klein auf mache. Aber mit den Bildern war das so, aber keine Ahnung, ist das gut, ist es nicht gut, ich weiß es nicht. Ne? Also es ist was ganz anderes. Ja, so. Finde ich jetzt aber wirklich, finde ich jetzt aber schon erstaunlich und interessant, weil du bist es ja eigentlich gewöhnt, so die dich zu zeigen, auch wirklich mit deiner ganzen Persönlichkeit und allem. Und was viel was anderes ist es ja auch nicht, ne? Wenn du ja, irgendwie schon, aber zeigst. Irgendwie auch nicht, ne? Ja, auf jeden Fall hatte ich dann sie dann gebeten, mir dann zu sagen, was ich denn kaufen müsste. Und dann sagt sie, ja, H, B, 4, B, ich sage, was? Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Und hat mir dann die Stifte erklärt, hat mir eine Liste gemacht. Ah, okay. Und bin dann erstmal losgelaufen, erstmal durch 3, 4 Geschäfte, bis ich das hatte, was ich brauchte. Und bin aber schnurstracks gleich los. Und habe dann meine Malübung gemacht, sprich Kreise mit rechts malen, mit links malen, Schattierungen und so weiter. Ja, und dann bin ich dann nächste Woche wieder hin und seitdem bin ich regelmäßig da hingegangen und habe super schnell Fortschritte gemacht, weil die Pädagogin in mir immer brav die Hausaufgaben gemacht hat. Ich wollte es gerade sagen, wie du sagst, ne? Du hast immer brav die Übungen gemacht und darauf kommt es echt an. Ja. Und dann hat sie mir gesagt, du bist fleißig und dann habe ich halt auch versucht, das zu Hause schon so ein bisschen selber in eigenen Sachen umzusetzen. Ja, und nach 3 Wochen habe ich meinen ersten Wettbewerb gewonnen, den ich online auch in einem amerikanischen Podcast gehört habe. Das war total lustig. Krass, oder? Schickst du einfach mal ein Bild hin und dann meinten sie, ja, das Thema haben wir schon, willst du vielleicht ein anderes malen? Und ich sage, ja, okay, ist für mich Übung halt. Und dann habe ich eine Karte gemacht, einen Vorschlag für ein Kartenspiel, sollte man eine Karte entwerfen. Und meins war dann eine Hexe. Und dann habe ich dann die Hexe zugeteilt bekommen und nach einer Woche oder so, es war nicht sehr lange, kam dann die Nachricht, dass sie sich freuen, dass meine Karte mit ausgewählt wurde und seitdem stehe ich in einem kleinen Booklet drin und es wurden 150 Stück davon in Amerika verkauft und letztes Jahr und dieses Jahr dann auch schon in der 2. Auflage. Ach, schön. Toll, das musst du uns mal zeigen, genau. Bei den Malfreunden mal posten. Ja, das kann ich machen, weil ich habe es gerade nicht zur Hand, aber das zeige ich euch gerne. Ja. Das machst du mal und da stellen wir auch mit, wenn du es uns erlaubst, mit bei uns auf die Webseite. Wir haben ja für den Podcast gibt es eine Webseite, wo wir auch immer dann unsere Bilder zeigen, die jetzt so gerade während der Aufnahmen entstehen. Also dann nehmen wir das gerne mit rein, Nadine. Ja, so ging das dann immer weiter irgendwie. Ich habe mich ein bisschen getraut und dann hat jemand mich gefragt, also ein Fotograf. Ich mache natürlich auch viel mit Fotografen zusammen durch Bewegung, das bietet sich ja an. Coache auch Models und so, also alles Mögliche, was mit Bewegung halt zu tun hat. Ihr glaubt gar nicht, wo das alles benutzt wird, ob Videospiele oder sonst was. Man braucht sehr viel Bewegung und da trifft man natürlich viele interessante Menschen. Und ja, ein Fotograf sagte dann zu mir, hast du denn schon eine Seite gemacht für deine Bilder? Und ich so, nein, habe ich nicht. Und dann
habe ich dann einfach mal so meine Malfortschritte vom ersten Bild an. Wenn ihr auch bei mir auf die Instagram-Seite guckt, seht ihr wirklich von diese ganze Entwicklung. Also ich habe wirklich jedes Bild gepostet, was ich gemalt habe. Ja, das kennen wir, ne? Und wenn ich dann schon manchmal zurückgucke, denke ich so, oh Gott, ne? Aber ich fand das dann schon immer cool, weil man das Schöne beim Malen ist, du hast halt sofort ein Ergebnis, ne? Ja. Bei der Fotografie brauchst du ein paar Wochen. Und Feintuning und nochmal üben und am besten mit verbundenen Augen rückwärts muss das auch noch klappen. Aber beim Bild hast du immer sofort ein Ergebnis und das ist natürlich, das habe ich immer super motiviert. Ja. Und du kannst das Ergebnis auch immer angucken. Also du kannst es hervorholen und kannst es angucken. Und beim Tanzen, also gut, wenn du es natürlich auf Video aufnimmst, dann kannst du es dir auch immer wieder angucken. Aber das kostet ja dann auch wieder mehr Zeit. Ne? Du hast ja, dann und die Stimmung kommt ja auch nicht rüber. Genau, und bei einem Bild, da guckst du immer wieder drauf und holst es wieder vor. Und siehst es auch manchmal nach ein paar Wochen nochmal anders. Ja. Aber ich finde es aber toll, dass du das gemacht hast, dass du sagst, du hast jetzt nicht die älteren Sachen vom Instagram-Account runtergenommen, sondern die ersten Sachen einfach dagelassen, weil das dokumentiert nicht nur für dich, sondern auch für jeden, der da guckt. Schau mal, da ist eine Entwicklung da gewesen. Und es lohnt sich, da dran zu bleiben, weil mit jedem Bild, was du machst, wirst du besser. Und es ist genauso auch im Tanzen, ne? Mit jedem Schritt, den du machst, wirst du besser. Und du kannst diese Zeit und diesen Aufwand dazwischen, den kannst du einfach nicht überspringen. Glaub mir, jedes Mal, wenn meine Lehrerin mir ein neues Bild hingelegt hat und gesagt hat, das malst du heute, habe ich gesagt, das soll ich heute schaffen? Das kann ich niemals. Sag, doch, doch, du kannst du, ne? Oh Gott, ich habe gedacht, das ist nicht ihr Ernst. Fantastisch. Ja, sie hat also immer, ich habe es immer hingekriegt und ich habe wirklich, sie hat das ganz toll gemacht mit mir, also mit Bleistift, dann Buntstifte, ich musste mir alles besorgen, Wachsmalstifte, mein Gott, wenn du einmal damit anfängst, ne? Und dann kam auch immer so Zeichen, ich sage immer vom Universum, auch wenn das so sich esoterisch anhört. Ich habe das Malen gemacht, nicht um da jetzt professionell zu werden, sondern als Ausgleich zu meinem aktiven Tag, dass ich körperlich mich so sehr viel bewege. Und ich was brauchte, weil wenn du malst, kannst du an nichts anderes denken. Du bist super konzentriert und bist in dem Moment und der Körper beruhigt sich. Ne? So finde ich jedenfalls. Und mein Freund hat immer gesagt, du sollst nicht malen, soll ich nicht stressen, sagt er, soll ich entspannen? Und dann, wenn ich manchmal dann zu ehrgeizig schon geworden bin, ne? Ich muss das halt auch fertig machen. Verstehe. Ja, aber du darfst bei uns gern vom Universum reden, wir machen das auch ganz oft. Ja, auf jeden Fall kamen dann so ein paar Mütter, ich habe dann mein Ballettmädchen zur Sommerpause, habe ich dann kleine Karten gemacht, meine Ballerina drauf, ich wünsche euch schöne Sommerferien und dann so, oh, hast du das gemalt? Und dann kam eine Mutter und sagt, so, ich habe noch eine Staffelei im Keller, du, die verstaubt bei mir, nur wenn du willst, bringst du dir mit. Und dann hat sie mir die geschenkt. So. Toll. Ja, und dann kam eine andere Frau, die gesagt hat, du, ich habe, glaube ich, noch von früher Stifte und eine Leinwand. Und dann habe ich als Geschenk, habe ich dann die Leinwand sozusagen als Dankeschön bemalt und ihr dann ein Bild zurückgegeben. So. Und so ist das immer wieder passiert. Also es war total lustig. Und meine Schwester, die nach mir, also die nächstjüngere, hat jetzt im Januar das erste Mal ein Baby bekommen. Das heißt, wir sind alle fünf jetzt, also alle vier, das erste Mal Tanten geworden. Schön. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Danke. Und dann hat sie gesagt, ja, malst du mir vielleicht ein Bild fürs Kinderzimmer? Und dann habe ich so ein kleines Füchschen gemalt. Und ja, so ne, ging das dann auch ja, immer weiter. Das zieht dann Kreise, ja, genau. Schön. Wenn das Umfeld dann erstmal weiß, was du da alles Tolles machst. Ja, das hat mir auch wirklich jetzt auch die Pandemie geholfen, weil ich ja, wie ihr euch vorstellen könnt, in meinem Beruf jetzt nicht wirklich so arbeiten konnte wie vorher. Ja. Und bis es online ging, hat es gedauert. Dann einige Schulen, weil ich auch freiberuflich unterwegs bin, das heißt, ich habe viele Projekte auch, die dann komplett zugemacht haben oder aufgehört haben, weil die überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, das weiter umzusetzen. Ich habe auch Videos gemacht und so weiter, weil ich auch viel schon für Flüchtlinge gearbeitet habe, also für Integrationsprojekte und solche Sachen. Also mit Tanz eigentlich schon alles, was man so machen kann. Und dann auf einmal in der Pandemie, da ging erstmal gar nichts mehr. Und das hat mich natürlich auch frustriert. Am Anfang habe ich gedacht, oh gut, endlich mal ein bisschen Urlaub und ich bin nicht schuld.
Das war so der Anfang. Ja, und dann hat sich das halt immer länger gezogen und hat gedacht so, ne? Naja, gut. Und dann habe ich halt die Zeit genutzt und gemalt und so habe ich, in der Zeit habe ich euch auch gefunden. Aha. Das wäre noch eine Frage gewesen, die mir eingefallen ist, wie du denn überhaupt auf uns gestoßen bist. War zuerst die Facebook-Gruppe da oder zuerst der Podcast oder? Tatsächlich erst die Facebook-Gruppe, weil ich halt mehr lernen wollte und einfach gesucht habe, wo ich noch mehr über Kunst und Malen, ich habe ja auch ganz brav so, was ist was, so diese Kinderbücher über Kunst und so gehört und Wow. angeguckt und Dokumentationen angeguckt. Ich hatte irgendwie noch so einen Nachholbedarf. Klappt man das in der Tanzausbildung, im Studium, hat man das ja auch über die Epochen und so weiter, aber da geht es halt in Verbindung natürlich mit Tanz zum Beispiel, dass Coco Chanel und Picasso Bühnenbilder gemacht haben und so, diese Ja. Richtung, ne? Und ja, danach habe ich dann halt wirklich die freie Zeit genutzt und alles aufgesaugt, was ging. Also ich habe jede Doku geguckt und immer wenn ich irgendwie Sachen gesehen habe, schalte rein und im Internet habe ich dann halt auch gesucht, so, weil ich unbedingt mehr lernen wollte. Jetzt hatte ich halt einmal in der Woche meinen 2-Stunden-Kurses und das war dann halt nicht mehr genug, weil ich auf einmal so viel Zeit hatte. Ja. Und dann musste ich halt meine Energie erstmal ein bisschen kompensieren und ja, habe dann halt versucht, ganz viel zu lernen. Und das tue ich Aber wie immer noch. großartig ist das, ne? Dann eben diese Zeit zu nutzen, um zu lernen. Also alle Hüte gezogen. Ja, das war Großartig. das Beste, was ich machen Ja, konnte. Also absolut. denke ich einfach, dass man sich dann auf das konzentriert, was da ist und was Ja, möglich ist, einfach, genau. um weiterzukommen. Und ja, so bin ich sogar auch noch zu einem Buchprojekt gekommen, wo mich dann ein netter Herr angeschrieben hatte. Das war auch lustig. Der hatte dann auch eine Zeichnung von mir auf Facebook gesehen und hat gesagt, du hast nicht Lust, ein Buch zu illustrieren? Und ich so, ich sage, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Das war der Arne, das war ganz lieb und er hat mir dann geschrieben, sagt er, ja, ich finde, du bist Tanzpädagogin und du malst, ja, das ist doch eigentlich voll die super Kombination, weil er macht was zum Thema Achtsamkeit und er hat eine, ja, wie hat das genannt? Espressol heißt das, ist ganz neu. Er hat so ein Konzept überlegt, wie man Menschen, also Geschichten von Menschen erzählen kann. Also die bei uns, ich sage jetzt mal, die nah an einen dran sind. Und er wollte die Geschichten dann in einem Buch zusammenfassen. Und dafür durfte ich dann eine kleine Karikatur dann sozusagen erstellen. Ach, toll, schön. Super, Ja, ja. und das wird es jetzt tatsächlich, das ist letztes Jahr gewesen und es kommt dieses Jahr raus und wird es erstmal online geben und dann halt auch physisch, also das Buch, dann sei mit meinem Klasse. kleinen Männchen drin. Ganz, Ja, cool. ganz bunt, ganz Regenbogen. Im Ja. Englischen würde man jetzt sagen, fully aligned. Ja, es geht alles so um Motivation, Inspiration und so. Und ja, ich Völliger, freue mich ja. drauf. Also hört da mal rein und wenn es rauskommt, ich werde es auf jeden Fall nochmal posten, weil das natürlich auch, ein Buch geschrieben habe ich noch nie, aber wenigstens habe ich jetzt mal eins illustriert. Ja, das kommt dann auch noch. Bis Ja, das zum wäre auch nochmal was für mich auf jeden Fall. Buchschreiben ist es dann auch nicht mehr weit. Also ich freue mich, wenn ich Leuten helfen kann und sie halt auch motivieren und inspirieren kann, weil besonders Frauen, finde ich, weil viele unterschätzen immer was, zu was sie eigentlich fähig sind Yep. und in Absolut. jeglicher Hinsicht. Und ich unterrichte und also wie gesagt, ich finde das bei Kindern schon immer so toll, die wachsen super schnell. Solange Mama nicht zuguckt, geht das alles ganz gut. Oh ja. Und bei den Erwachsenen ist es auch so, ich habe ganz oft schon, ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, mal in einem Kloster einen Workshop gegeben und habe mit den Herrschaften dort, ich sage jetzt mal so 40 plus, ich glaube 2 Kinder oder so waren da dabei, über die Silvestertage, innerhalb von, ich glaube, 5 Tagen eine Choreografie gemacht und die haben das dann alleine auf der Bühne getanzt, alle Super. zusammen. Und die Leitung hat gedacht, wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich sage, ich habe gezaubert, ne? Ja, genau. Aber wenn auch deine Schüler in der Tanzschule sowieso auch so relativ schnell Meister werden überall, dann hast du da offenbar ein gutes Händchen für. Ja, ich glaube, ich kann das ganz gut sehen. Ich sage denen immer, sie sollen ihr Licht anschalten. Ja, genau. Irgendwie ist das so. Kinder verstehen das manchmal noch ein bisschen eher und Erwachsene haben tatsächlich ganz oft so Hemmungen. Also ich sage immer, wenn der Nacken verspannt ist oder sowas, wo kommt das her? Manchmal kann ich sage, der Körper lügt halt nicht, ne? Man sieht Genau, es halt immer. ja,
Der sagt immer die Wahrheit. Mhm. Ja. Ja, wenn die Ladies halt immer die Handtasche auf einer Seite haben und der Arm dann immer so ist, dann weiß ich auch Bescheid, wenn die dann locker stehen. Ja, genau. Ich bin so angewiesen gewesen, sag, na, kriegst du auf der Seite immer deine Handtasche? Ja, woher weißt du das? Ich sag, kannst du hell sehen? Ja, also das ist dann, macht mir echt Spaß, also egal welche Altersgruppe und ja, für was genau. Ich freue mich immer, wenn ich was aus den Leuten rauskitzeln kann und gerade bei solchen Fällen, die so ganz schüchtern sind oder so, egal ob Mann oder Frau, und dann am Ende zum Beispiel bei so einer getanzten Modenschau mitmachen und dann so aufblühen und mir dann noch jahrelang nachschreiben oder so, das finde ich immer so richtig toll. Ja, also das, da sind wir, das verbindet uns total, weil das ist ganz genauso das, was ich auch in meiner Arbeit so liebe. Jetzt habe ich doch echt Probleme damit gehabt, das Arbeit zu nennen. Ja, es ist für mich auch Berufung. Aber es ist, genau, ja. Und es ist, das sind diese Momente, wo dann echt, wenn die dann vor dir stehen, also ich erlebe das jetzt virtuell auch immer noch, nicht ganz in dem Maße, aber trotzdem immer noch so, wenn die Leute dann so völlig überrascht feststellen, was eigentlich in ihnen steckt. Ja. Dass sie da wirklich vor Staunen offenem Mund dastehen und sagen, boah, unglaublich, das habe ich jetzt gemacht? Hammer. Das und dass diese so, Momente, die sind so kostbar. Ja, das ist so dieser dieses Glücksgefühl, was man dann hat, weil man so merkt, jetzt habe ich bei dem anderen was ausgelöst, dass der auch mitnimmt und dass der nie mehr vergisst. Genau. Ne, ja, das ist so ein... Das macht was mit dem Selbstbewusstsein und es ist einfach, ja, das ist irre, das toll, ist wenn man das bei jemandem auslösen kann. Du toll. Hast es gerade schön beschrieben mit dem Knipst dein Licht an. Mhm. Das ist letztendlich auch das, was wir beim Malen ja auch ganz oft sagen. Ne? Komm, hab Mut, geh den Schritt. Jetzt übermalst du das oder jetzt probier's aus. Ja. Oder wenn jemand sagt, oh, ich bin jetzt, das Bild ist jetzt so und so und ich bin nicht ganz glücklich und ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Ja, komm, also hopp auf, mach mal, das kriegst du hin. Ne? Und das ist so wichtig, dass manchmal dieser Punkt von außen kommt, weil man sich selber nicht zutraut oder weil man eben, wie du gerade gesagt hast, Nadine, so eine Hemmschwelle hat oder so eine Blockade irgendwie, ne, und so denkt so, oh nee, das kann ich jetzt nicht machen oder oh, jetzt versaue ich es bestimmt oder eben beim Tanzen wahrscheinlich so, oh, vielleicht sieht es dann doof aus, vielleicht lacht dann jemand, gerade in einer Gruppe oder so, ne? Mhm. Und also ich finde die Kreativität, die lockt es so aus einem raus und gleichzeitig stellt sie uns da immer vor so kleine Prüfungen, eben diesen Schritt zu gehen und mal darüber zu gehen, über diese Grenze, ob es jetzt beim Theater ist oder beim Tanzen oder beim Malen oder also letztendlich bei allem. Ne? Ja, also ich finde das immer so besonders dann diesen Aspekt so wichtig, wenn man jetzt genau diesen Impuls hat, man will jetzt was machen. Und das geht aber so ein bisschen weg von dem, was man so gelernt hat. Ne? Mhm. Also wir lernen ja alle an Lehrern, wie du das bist zum Beispiel, oder an einem Buch, an Kursen und so weiter. Aber dann eben diesen Schritt darüber hinaus zu gehen und sich zuzutrauen, auch das eigene Element dann dazu zu tun. Mhm. Und viele denken halt, sie versauen das dadurch, dass sie ihr eigenes dazu tun. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, weil dann, wenn du das eigene dazu tust, leistest du einen Beitrag zu allem anderen. Mhm. Das ist das, was du mit dem Licht meinst. Ne? Das ist das, was die eigene Stimme, die eigene Ausdrucksweise und so weiter dann ausmacht. Und das finde ich so wichtig, die dann auch tatsächlich aufscheinen zu lassen. Und dafür wollen wir Mutmacher sein. Ja, wenn du zum Beispiel beim Tanzen ist es so, es gibt Leute, die können super gut Choreografien lernen, also wirklich dieses Ablernen, dieses ABC, ne? Ja. Und dann gibt es halt die Freestyler, die halt einfach frei tanzen aus sich heraus. Ja, genau. Und man kann ja beides voneinander lernen. Und meistens ist es schwerer für einen Freestyler, sich auf einmal an Normen zu halten, also an Gesetze sozusagen, und umgekehrt für die anderen loszulassen. Und ich habe alle Seiten, also
mitgetanzt durch verschiedene Stile und so weiter und so fort. Und Freestyle war für mich auch immer schwieriger als das Lernen, ne, weil ich da halt mit angefangen habe. Aber deshalb kann ich meine Schüler halt auch gut ich kann das gut nachvollziehen, weil ich habe auch schon auf der Bühne gestanden. Ja. Ich habe zum Beispiel mal im Duo mit meiner Schwester gewonnen und habe dann, also als deutsche Meisterin im Duo. Und wir haben, weil bei der Weltmeisterschaft dann eine Solistin abgesprungen ist, wurden wir dann angerufen, ihr seid deutsche Meister, somit darf eine von euch den Platz der Solistin übernehmen im Bereich Freestyle. Oh. Und meine Schwester und ich haben gesagt, ach du meine Güte, wer macht das jetzt? Und dann hat meine Schwester gesagt, mach du, mach du. Und ich sage euch, das war der schlimmste Auftritt meines Lebens. Oh. Obwohl ich nämlich schon so viel getanzt habe und alles eigentlich in mir schon drin ist, war ich so nervös, weil ich auf einmal so frei tanzen sollte. Naja, abgesehen davon waren die Juroren auf der Bühne, es waren in Glasgow in England, ihr müsst euch vorstellen, sind 10.000 Tänzer da am Tag. Das ist eine Atmosphäre, wenn man da reinkommt, in jeder Ecke wird getanzt, also und man ist auf einmal kein Alien mehr, sondern alle machen das Gleiche. Wir haben sogar einer hat seinen Rucksack verloren und hat er wiedergekriegt, weil die alle total nett waren. Das war so krass. Ja, also super organisiert, richtig lieb und das war schon eine andere Welt. Und wir waren schon so aufgeregt und dann steht auf einmal bei mir ausgerechnet auch noch auf der Bühne, einer der Juroren war der Buddha Stretch und das ist der Choreograf von Michael Jackson. Oh, okay. Wenn man sich vorstellt, die letzte Show von Michael Jackson, die choreografiert hat, da waren 5.000 Tänzer, die sich beworben haben. Die haben, glaube ich, 5 genommen. Also das sind ja auch Dimensionen, ne? Und dann steht der auf einmal so eine Armlänge vor mir und guckt mich an mit einem Zettel in der Hand und bewertet mich. Da war ich durch. Uiui, ich da getanzt. Geht einem der Popo auf Grundeis, ne? Ich habe getanzt mit Duracell, Bunny, es war schrecklich. Ja, okay, also, weil du... Ja, da warst du aber auch nicht bei dir, ne? Da warst du dann komplett außer dir. Also ich hast versucht, nur auf diesen Kerl da geguckt. Das Leben in 30 Sekunden zu packen. Und dementsprechend bin ich natürlich auch nicht weitergekommen. Und aber der Choreograf hat sich mich gemerkt, hat mich auch immer wieder gegrüßt auf dem Flur. Und viele Jahre später hat er auch meine Schwestern bewertet. Und inzwischen war alles, also ich musste diese Erfahrung auch einfach machen. Ja. Um besser zu werden. Das war dann auch später, ich habe mich von Jahr zu Jahr mehr entspannt, um einfach den Weg dahin zu finden, dass alles gut ist, was man macht. Also es ist ja nichts verkehrt. Aber du tanzt erst gut, weil beim Freestyle ist es so, man muss sich auf die Musik einlassen. Man weiß die vorher nicht. Das heißt, live gespielt und du musst dich innerhalb von 5 Sekunden sofort darauf einlassen. Mhm. Das ist so, wie wenn man jetzt ein Malthema kriegt, mal einen Frosch, egal wie. Du hast 20 Sekunden. Ne? Und man darf halt nicht so lange nachdenken, sondern einfach machen. Ja. Und je mehr du dich entspannst, desto schöner wird's. Genau, also in diese Herausforderung hinein entspannen. Ja, richtig. Und das war ein Prozess. Das ist eine Herausforderung, ja, keine Frage. Ja. Und, keine Frage. Dadurch kann ich halt meinen Schülern, weil ich jetzt weiß, ich kann euch vorbereiten beim musikalisch, ich kann euch mit Material vorbereiten und wir üben auch diese Szenarien. Wie ist das, wenn man mal schnell tanzen muss zu verschiedenen Musik? Und deswegen haben wir so viele Erfolge, weil wir unsere Schüler halt daran gewöhnen, so Stück für Stück. Und auch immer sie wieder in Situationen bringen, wo sie dann halt mit Freestyle tanzen müssen, in kleineren Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal. Ja. Weil dann ist es nämlich später, wenn es soweit ist, kein Thema mehr. Ja, fantastisch. Ja. Aber deswegen war es wichtig für mich, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Verstehe ich. Ich wusste wie nichts mehr am Anfang und dann halt alles so viel zu schnell und rein und ich habe nur an Technik gedacht und nicht ans Gefühl und ja nichts mehr rauskommt. Ja, klar. Ja, aber so eine Erfahrung macht man dann doch lieber beim Choreografen von Michael Jackson als bei irgendeinem von Frag mich nicht, den kein Mensch kennt. Ja, wahrscheinlich hast du da recht, aber das war, also ich werde das auch nie vergessen, alleine diese Situation. Es war lehrreich, aber auch, jetzt kann ich, wie ihr seht, ich kann darüber lachen, das ist nicht mehr so schlimm, aber ich weiß auch genau, wie mein Herz geschlagen hat und wie diese Atmosphäre alleine war. Es war trotzdem das Tollste, dort auf der Bühne zu stehen mit so viel Zuschauern und dann halt alles Tänzer ist nochmal was anderes. Andrea, wie ich schon mal gesagt hatte, ne, Oma, Opa finden das Bild immer gut. Ne? Ja, genau. Aber wenn jemand Fremdes drauf guckt und sagt, boah, dein Bild ist klasse, dann denkst du so, ja, wirklich? Ja. Echt? Ne? Und dann, ja.
Und das, so war das auch mit den Porträts. Ich hatte noch keine Porträts gemalt. Und dann war ja der zweite Lockdown im Februar. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich brauche eine Challenge, damit ich es mache. Ich hatte eure Podcast-Folge gehört zum Thema, also ich war ja am Anfang, ich habe die alle nachgehört, wie ihr wisst. Wow, Und großartig. da kam ja einmal die Folge, wo ihr gesagt habt, man sollte 100 Mal das Gleiche malen. Und da habe ich gedacht, 100 Mal, boah, das sind schon viele. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Dann muss es was Kleines sein. Und dann habe ich gesagt, was würde ich gerne lernen? Und dann habe ich gedacht, ich muss unbedingt Gesichter malen lernen. Und dann habe ich im Februar das auf Facebook öffentlich gepostet. Leute, ich muss Porträts lernen. Es ist mir, ihr könnt mir eure Bilder schicken. Ich garantiere für nichts, wie es wird. Genau, ja. Aber ich versuche es einfach mal und ich muss es öffentlich machen, damit ich halt gezwungen bin, dem nachzukommen und halt auch wirklich diese Porträts zu malen. Und dann habe ich halt ein paar bekommen. Also es waren, glaube ich, am Anfang waren es auch tatsächlich schon 6 Stück oder so. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte, auf was hast du dich da eingelassen? Und dann habe ich dann diese Porträts gemalt. Am Anfang waren sie noch ein bisschen härter und eckiger und so, weil ja, es war halt erstmal eine Herausforderung, habe auch ein bisschen Zeit gebraucht. Klar. Und dann habe ich immer das Bild abfotografiert und den dann geschickt und habe gesagt, wenn du es haben möchtest, schicke ich es dir gerne zu. Ja, und am Ende war es so, ich glaube, bis auf ich habe insgesamt, glaube ich, fast 20 Porträts gemalt dann am Ende der Challenge. Und ich glaube, drei haben ihr Bild nicht abgeholt, sonst haben alle ihrs haben wollen. Ja, Ja, super. super. Das ist ein Was toller für ein Erfolg. toller Erfolg, Ja. ja. Ja, und auch wie sich das verbessert hat, ne? Also ich habe ja auch gesehen, wie die Bilder sich wie sich das so ver auch wenn ich das erste mitgekriegt habe von einem Mann mit Bart, wo ich dachte, oh Gott, Mann mit Bart. Oder eine Frau mit Schal. Ich dachte, muss auf dem Schal, müssen da so viel Muster drauf sein, ich kriege Krise. Ne? Naja, also das war dann schon. Aber das ist auch was, das hat was zu tun mit, ja, wie man mit Herausforderungen auch umgeht und wie man die sich sucht. Ne? Manche Ja. suchen die Herausforderungen und ich glaube, so jemand bist du. Sonst wärst du nämlich auch jetzt nicht da, wo du bist. Genau. Ja, Und das glaube ja, also das ist schon. Und dann, klar, hat man dann mal so kurz dieses, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ne? Oder, oh nee, dein Ernst? Oh, auch. und man wird am liebsten weglaufen. Und dann kommt man da aber durch und tastet sich voran und macht und ja, Ja. einfach machen. Ja. Definitiv. Das war auch in der Schulzeit so. Ich war auch so eins eurer. Ich könnte auch super in deinem Schulpodcast vorkommen, Andrea. Das ist Silvia. Das ist Silvia, meiner. Entschuldigung, Silvia. Kein Problem. Silvia, weil bei mir war das auch so. Ich wurde in der Schule tatsächlich. Mein Papa kommt aus England und ich hatte ein paar Schwierigkeiten, weil das in der Kleinstadt immer noch so eine Sache war. Wir hatten 5 Camps, also 5 Regimente. Und das war in der Zeit in den 80ern noch nicht immer unbedingt so gern gesehen, weil Ausländer und so, ne? Ja. Auch als Brite. Also das hat sich ja auch alles entwickelt und hatte auch so meine Schwierigkeiten in der Schule. Und ich wurde relativ früh, weil mein Papa konnte ja noch nicht so gut Deutsch am Anfang, wurde ich in die Hauptschule eingeteilt. Ganz am Anfang. Es gab eine Orientierungsstufe und so. Und ich hatte in der Orientierungsstufe war ich in Englisch in den C-Kurs eingeteilt. Weil Okay. ich, genau, weil ich das Schulenglisch war anders als das, was mein Papa gesprochen hat. Mein Papa kommt aus Wales, aus Südengland. Ja, okay. Und das Schulenglisch ist ja eher so Oxford, ne? Also Worden. Und dann habe ich gesagt, hä, wieso? Das stimmt doch gar nicht, das heißt doch gar nicht so. Und dann war ich da auch ein bisschen rebellisch und habe gesagt, nee, Vokabeln lernen, was soll das, ne? Und dann haben sie mich im CC-Kurs, also ich war Mathe halt auch schon eine Niete, davon mal abgesehen, und dann zack, war ich auf der Hauptschule. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich durchgeboxt bis zum Wirtschaftsabitur. Und ich habe eine Ausbildung vor meinem Tanz, weil ich mit 5 Stunden in die Schule gekommen bin, noch eine schulische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, Okay. die ich mit 1,7 abgeschlossen habe. Ich habe meine Lehrerin dann damals noch mal getroffen, die mich in den C-Kurs gesteckt hat und habe gesagt, sehen Sie, ich kann doch Englisch. Ja. Ne, deswegen, das passt auch zum Thema. Das ist ganz oft, wie man eingeschätzt und einsortiert wird, früh als Kind, weil man sich nicht traut oder bestimmte Dinge nicht versteht. Ja. Ich war auch immer die Kleinste. Ich bin nur 1,62 und war sehr klein in der Schule. Also, ich glaube, ich war in der 7. Klasse, habe ich unter einen genormten Feuerlöscher gepasst. Das war der sicherste Ort für mich. Okay. Da habe ich drunter gestanden, also auch Mobbing und so eine Sachen, habe alles durch. Oh Ne? je. Und auf der Bühne durfte ich dann strahlen.
Dann bin ich dann, da konnte ich alles machen und war dann halt viel mit Erwachsenen unterwegs. Aber Schule, das war nicht so meins. Ja, das ist ein tolles Beispiel dafür, dass man die Zuschreibungen, die man so im Laufe seines Lebens von außen bekommt, von Lehrern, von anderen Menschen, woher auch immer, nicht unbedingt als seine Identität akzeptieren muss, ne? Sondern Nee, ich habe drei dass sie Kreuze gemacht, weil ich da durch Das kommt halt, das kommt nicht halt unbedingt sehr auf was die mit, Resilienz an, ne? nicht unbedingt was mit einem zu tun hat, ja. Ja, also da kommt es wirklich ganz stark drauf an, wie man erzogen wird und wie man, also Tanzen ist ja auch was, was einem unwahrscheinlich viel Selbstbewusstsein gibt. Und ich denke dann dadurch, das hat ja bestimmt auch geholfen, dass du dieses Mobbing wegstecken konntest und diese, also mit diesen Wirklich Situationen, wo mit, ja. umgehen konntest, dass du trotzdem dran gewachsen bist. Manche macht es Ja, ich bin kaputt. quasi immer gewachsen. Also das war Genau. wirklich so ein Punkt. Ich war auch nicht so, also ich muss, irgendwie war so auch der Punkt, dann wollte ich mich auch nicht mehr mit Kindern irgendwie so dann treffen. Dann war ich halt mehr mit Erwachsenen, wegen durch das Theater und so, weil ich die einzigen Kinderrollen immer hatte. Da waren keine anderen Kinder. ja, und dann wird man auch schneller erwachsen und als älteste Schwester sowieso, ne? Da kommen noch diese ganzen Sachen auch noch dazu und mit Verantwortung und so. Und da bin ich doch schon schnell, ja, ich hatte immer ein Ziel, so von einem zum nächsten und so habe ich mich halt immer weitergearbeitet. Und ich glaube, das sieht man jetzt beim Malen auch. Ja, die Zielstrebigkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, das ist irgendwie auch so mit auch im Beruflichen ja auch, wie ich mich immer weiterentwickelt habe. Ich sage jetzt, ich habe mit 15 angefangen zu unterrichten schon, weil mein Papa einen Bänderriss hatte. Und Bist du dann sagt er, eingesprungen? ja, er sagt, mach mal. Und dann war ich war ja sowieso in seinem Kurs auch mit drin. So ging das denn los. Und dann hatte ich glaube, bevor ich 18 war, hatte ich schon meine eigenen Kurse, wo ich Leute unterrichtet habe, die älter waren als ich. Und meine Schwester hat das schon getoppt. Meine jüngste Schwester hat schon mit 13 angefangen zu unterrichten. Wow, Die war schon mit super. 9 das erste Mal auf der WM. Wow, Ja, Ja. klasse. Ja, das ist irre. Ich bin gespannt, wo das noch Ja, ich hinführt. Wenn du auch. mal 80 bist, was du dann alles machst. Tango hat auch spät angefangen, habe ich gelesen. Ja, Ja. wer weiß, wo das noch alles hinführt. Ja. Ja, super toll. Ja, Das aber denke auch ich auch. diese, Man sagt ja. in der Leistung, sagt man ja immer, dass der Körper 5 Jahre braucht, um sich seinen Leistungssport anzupassen. Und ich male jetzt seit und zeichne erst seit 1,5 Jahren. Und ich denke mir jedes Mal so aus pädagogischer Sicht, ich bin schon gespannt, Hast wie du es noch in ein 5 Jahren bisschen Zeit? ist. Ja, genau. Ja, Ja, so ähnlich das, geht es uns ja auch. genau. Darfst du dich aber auch hinein entspannen und schauen, was da kommt. Ja, vor allen Dingen Und Haare muss ich malen, Leute. Wenn ihr Tipps habt, schreibt mir gerne bei meinfreunde.fm ins Kommentar, wie man einen feinen Strich am Ende kriegt. Bei Wimpern finde ich es immer noch schwer. Und Tierhaar, wo ich gerade dran sitze, auch. ach so, Also, okay. Ja, das. Tierhaarexperten haben wir aber einige. Also Ja. da, ja. Da freue ich mich aber schon drauf. Das Die ist gut. Bettina Kröger kannst du da gerne anschreiben. Die Ja. kennt sich damit perfekt aus. Oder die Sandra Alisch. Die beiden machen das ja schon eine Weile länger. Sandra hat auch Videos gemacht dazu schon. Musst du mal gucken. Ja, Entweder cool. bei uns bei den Malfreunden oder sogar auf Ich YouTube. glaube auch auf YouTube, Ja. oder? Ich glaube auf Ja, YouTube, danke für ja. den Tipp auf jeden Fall. Weil das habe ich nämlich auch schon ausprobiert, wie man, da habe ich einem Monster dann so Haare gemacht, nachdem, wie sie das gezeigt hat. Und es Ah, okay. war deutlich besser als das, was ich vorher an Haaren gemacht habe. Ich bin jetzt davon wieder weg, weil ich jetzt nicht so viele Monster mit Haaren mal, aber da lernt man wirklich ganz gut beim Zugucken. Ja. Und man braucht das richtige Material einfach. Also es kommt dann schon auch immer so ein bisschen auf die Stifte an und es geht und aufs Papier und ja, Ihr da geht glaubt gar was. nicht, eure ganzen Maltipps. Ich habe teilweise hier mit einem Block gesessen und mir aufgemalt, Gesso, was ist das? Wo kriegt man das her? Wie schreibt man das? Oh, fantastisch. Ich das gehört habe, boah, ja, das habe ich noch nie gehört. Ich höre immer irgendwelche neuen Sachen oder wurde von den Stiften erzählt, dass die auf dunklen Karton malen. Da habe ich auch erstmal geguckt, die Buntstifte, mit denen man Ah auch, ja, ja. ja, genau. Und dann bin ich tatsächlich bei einer Drogerie unseres Vertrauens, wir machen ja keine Werbung, bin ich hingegangen und habe dann welche gefunden. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Das Ja, hat sie ja, doch die mal erzählt.
findet man immer mal sogar an solchen überraschenden Orten, ne? Ja, aber nur, weil ich das in einem Podcast gehört habe. Also ich bin mal eine sehr aufmerksame Hörerin. Super. Also mir geht da gerade so ein bisschen das Herz auf, weil wir haben ja bis jetzt immer so unseren Podcast hier so aus Jux und Dollerei halt für uns, weil wir uns nicht mehr im Atelier sehen können, haben wir gesagt, müssen wir uns jetzt auf diese Art und Weise treffen. Zeichnen wir das doch auf und stellen es online. Und dass das aber jetzt dann solche Effekte hat, ist einfach bombastisch. Also ich bin gerade total happy. Danke. Ach, sehr gerne. Ich glaube, wenn ihr noch weitere Gäste habt, die können das bestimmt bestätigen. Ich meine, wie verrückt ist es denn, dass ich heute bei euch in der Sendung bin, bitte? Ja, das ist wirklich also toll, ne? Und wie verrückt war das letzte Woche, als du da live bei den Malfreunden und wir haben uns da bewegt und getanzt. Also ich musste ja leider nachgucken, aber an dem Tag hatte ich solche Migräne und es hat mir so geholfen, deine Übungen. Es war so toll. Ich mache die jetzt seitdem 5 Minuten am Tag. Also. Mache ich. Und da wäre ich jetzt nochmal bei einer anderen Frage. Mhm. Also tanzen machst du ja wahrscheinlich oder hast du überhaupt noch, wenn du jetzt so viele unterrichtest und den normalen Schulbetrieb hast, also jetzt nicht in Corona-Zeiten, sondern im normalen Schulbetrieb, hast du denn dann überhaupt noch Zeit so für dich zu tanzen und dabei zu entspannen oder ist es für dich Arbeit und du kommst gar nicht mehr so dazu, das so als Entspannung zu machen? Das ist eine gute Frage. Also gestern habe ich in der Küche getanzt. Ja. Beim Essen machen. Mein Freund hat im Wohnzimmer gesessen und wir haben eine Glasscheibe, wo man in die Küche gucken kann. Der hat nur den Kopf geschüttelt und sich amüsiert. Das überkommt mich tatsächlich dann einfach. Ne? Also Rhythmus, wenn irgendwas an Musik kommt, dann tanze ich einfach raus. Ich nehme mir im Moment nicht aktiv Zeiten raus, wo ich dann nur geplant für mich tanze. Also da bin ich recht spontan, was das betrifft. Früher habe ich, glaube ich, tatsächlich mehr für mich selber getanzt als jetzt, das ist richtig. Wenn du das beruflich, also wenn es zum Beruf wird, guckt man das ja auch ganz anders an. Also zum Beispiel auch Musik hören. Da kannst du alle Kollegen von mir fragen, also beziehungsweise die meisten. Wir sind die Personen, die im Restaurant das immer hören, wenn die CD zu Ende ist und wieder von vorne anfängt. Und die sagen, oh nein, schon. Ja. Weil wir so starkes, also Musik entspannt uns dann nicht, sondern entweder müssen wir dazu dann choreografieren oder tanzen oder uns bewegen. Und das kann dann echt ein Störfaktor tatsächlich sein. Mhm. Auch wenn man einkaufen geht. Also meine Schwester hat dann immer grundsätzlich durch die Regale getanzt. Auch schön. Als sie klein war, das war ihr aber völlig egal. Dann geht man einfach immer, weil man das doch irgendwie mehr wahrnimmt. Also alles, was mit Hören ist, ne? Hören, also das Visuelle und das Hören beeinflusst einen schon. Also ich glaube, ich wäre die Letzte, die in der Badewanne unbedingt Musik anmacht. Da würde ich lieber ja Podcast hören. Ja, wirklich. Kann ich total gut nachvollziehen. Also ich höre ja eh nicht gern Musik. Weil das bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt gleich dann immer das Tanzen anfangen muss, sondern bei mir macht es was mit der Stimmung. Ich bin da sehr feinfühlig und ich hasse es, Radio zu hören und davon so. Ja, kann ich total gut verstehen. Also ich höre überhaupt nicht, ich würde nie auf die Idee kommen, daheim, zu Hause, wenn ich alleine bin, Musik anzumachen, also Radio anzumachen. Ich mache mal eine CD an, wenn ich mich in eine bestimmte Stimmung bringen möchte oder aus einer bestimmten Stimmung rausbringen möchte, dann mache ich gezielt mal ein Lied an. Aber ich hasse es, wenn ich so abhängig davon bin, was da für Musik läuft und dass es dann so einen Einfluss haben kann auf meine Stimmung. Das mag ich einfach nicht. Mhm. Und tatsächlich geht es mir auch im Restaurant oft so, dass wenn da so Musik im Hintergrund ist und also ganz schlimm finde ich, hier gibt es einen Italiener, der macht dann gerne so Techno-Musik oder so. Oh Gott, zum Essen? Und es passt null. Und da kann ich nicht essen. Zum da essen? Kann ich mich auch nicht entspannen. Also draußen gerne. Da sitze ich dann gerne, weil der hat leckere Pizza. Aber drin geht null. Also wenn dann die Musik nicht stimmt und das finde ich schwierig. Ich glaube, das kann jeder Hörer nachvollziehen. Was wäre ein Horrorfilm,
wenn nicht die Musik im Hintergrund wäre. Wenn nichts passiert und nur diese Tür knatscht, ne? Und man und dabei würde Biene Maja laufen, dann würde keiner. Null Effekt. Aber dieses Dunkle, dieses Gemeine oder diese dissonante Musik ist das, was uns als erstes trifft. Ne? Nur das Bild an sich würde keinen gruseln, wenn jetzt die Tür wäre. Aber Musik macht so viel die mehr Geräusche, aus. Ja, die machen viel genau, aus. Genau, was wir im Alltag, ich mache das auch ganz oft mit meinen Schülern so, wenn die was tanzen, ich verändere dann manchmal gerne die Musik aus dem Kontext, weil das kann eine Bewegung sofort komödiantisch machen oder halt gruselig, ne, nur wenn man die Musik ändert. Also das macht auch total Spaß. Für alle Hörer achtet mal darauf, wenn ihr euch mal wieder Filme anguckt. Es ist echt wirklich wichtig, mit was ihr euch so am Tag umgibt, weil das hat auch Einfluss auf euer Unterbewusstsein und auf den ganzen, auf die ganze Körperchemie. Ja. Du meinst also, Krimi angucken ist nicht so gut? Vom Schlafen gehen nicht unbedingt. Man sollte doch mit kleiner Empfehlung, wenn du das machst, dann denk bitte als letztes die 5 besten Dinge, die dir am Tag passiert sind, damit dein Kopf sich damit beschäftigt, anstatt mit dem Krimi. Okay. Gut. Ja, aber das sind auch, glaube ich, viele unterschiedlich empfindsam für, denke ich. Ja, aber unterbewusst der Eisberg, ne? Ja, das Unterbewusstsein nimmt ja eh alles auf, eben. Ja. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, das ist richtig, ja. Was man da so zu sich so zuführt, so den ganzen Tag über, ne? Ja. Auch mit dem ganzen Nachrichtengedöns und diesem fürchterlichen Kram. Das stimmt. Und wenn du jetzt malst, malst du, gibt es eine bestimmte Zeit, wo du am liebsten kreativ bist? Oder wo du am kreativsten sein kannst, also wo es dir am leichtesten fällt, wenn du jetzt, also unabhängig, ob jetzt malen oder dir eine neue Choreografie, mein Gott, das nächste Mal laden wir keine Tänzerin ein, okay? Nein, Choreo. Wenn du dir sowas ausdenkst, ne? Also gibt es da eine bestimmte Tageszeit, wo das besser klappt oder nicht so gut klappt? Merkst du das? Es gibt eine bestimmte Bauchgefühlszeit, glaube ich. Okay. Also wenn ich kann, also früher war es tatsächlich so, als ich jünger war, habe ich gerne nachts choreografiert. Dann auch dann bis 4 Uhr morgens, bis das Ding gesessen hat. Und dann hoch ist es schon so früh drin, dass man ins Bett ging. Das hat sich jetzt verändert, also weniger impulsgesteuert, sondern ich gucke einfach darauf, dass ich meinen Tag mir besser einteile. Das natürlich auch über die Jahre ist natürlich sind mehr Stunden dazugekommen und so weiter und so fort. Deswegen versuche ich schon eher morgens tatsächlich was zu machen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es immer klappt, weil wenn die Kreativität kommt, kommt sie. Und ich kann es nicht erzwingen. Also wenn ich mich jetzt heute Morgen hinsetze und sage, so, ich muss jetzt unbedingt dieses ein Lied noch fertig machen, dann schaffe ich vielleicht, man spricht von 8 Zeiten, das ist immer so ein Block, vielleicht 8 Zeiten. Und es kann sein, dass ich dann nachmittags auf einmal noch so die Ideen habe und dann flutschen so 4x8 Zeiten oder so raus. Ne? Also da muss ich sagen, ich versuche immer offen zu bleiben. Das hat aber auch ein bisschen gedauert, weil man muss sich selber ein bisschen kennenlernen. Ja, definitiv. Man muss sich selber kennenlernen. Das war auch zum Beispiel auch beim Malen ist es so. Ich habe am Anfang ganz versucht, überall zu malen. Habe ich gemerkt, in der Bahn ist das nicht so gut. Das ist irgendwie, kommt man sich da so beobachtet vor, oder man wird immer unterbrochen von einem Schaffner oder irgendwas. Und im Auto funktioniert es auch nicht, habe ich festgestellt, weil wenn die Fahnen beschleunigen und Kurven drehen, dann wird kein Strich gerade. Also experimentieren. Also ich würde jedem raten, wirklich da eher aufs Bauchgefühl zu hören. Und wenn man natürlich Zeiten hat, sich die zu nehmen so und sagt, von bis versuche ich jetzt. Aber wenn es dann nicht klappt, dann lasse ich es halt auch. Ne? Ja, also, und sich dann eben nicht verrückt machen. Ne? Weil man genau. das Gefühl also, hat, das muss jetzt unbedingt oder so, weil jetzt habe ich gerade Zeit. Aber ja, das ist dann auch nicht schlimm. Und mit meinem Partner ist es auch so am Anfang, ich hatte immer so Kopfhörer, die man auch ins Ohr reinsteckt mit Kabel. Und dann ist es bei mir immer das Handy mal rausgeflogen oder die Kopfhörer und dann hat er mir irgendwann so In-Ear-Teile geschenkt und sagt so, ich kann das nicht mehr mit ansehen, sagt er, wenn du das hier irgendwo hinsteckst und durch die Bewegung über
hat er mir die geschenkt und jetzt kann ich halt auch üben, wenn er da ist und es nicht überkommt, weil er es ja dann nicht mehr hören muss. Mhm. Aha, sehr ja, gut. Das ist gut. Ja, so behilft man sich dann, ne? Ja, das hilft schon. Ich sag dann so, du, ich glaube, ich muss heute noch mal an meine Choreo ran. Oh, wirklich? Heute Abend noch? Ich sag, ja. ich merke das dann halt auch, ne? Das kommt dann jetzt gerade, ich muss jetzt nochmal. Ja. Das ist dann auch so ein, Andrea hat es vorhin schon mal so gesagt, das übermannt einen dann ganz gern mal so, ne, diese Kreativität. Manchmal hat man so dieses Gefühl, wenn man so eine Idee hat und dann muss das jetzt, muss das raus, ne? Dann hast du so den inneren Druck, ja. Du musst jetzt nochmal an den Maltisch. Absolut. Oder jetzt nochmal, also ja, ich kann das total nachvollziehen und ich finde, ist total wichtig, dann einen Partner an seiner Seite zu haben, der dafür Verständnis hat, weil das hat auch nicht jeder. Ne? Manche, also wenn ich so an Partner von meinen Freundinnen zum Teil denke, die würden dann wahrscheinlich sagen, hast du sie noch alle? Wir wollten doch einen Film schauen oder wir wollten doch das und das machen. Oder ne? Sagt meiner auch. Ja. Nee, also da muss ich sagen, da ist meiner echt... Aber da habe ich ihn schon drauf eingenordet, dass dann Fernsehen halt keine Chance hat. Ja, hat es auch nicht, weil du sitzt dann unruhig da. Also wenn ach, kann ja, geht's dann so, wenn ich dann dagegen arbeite und das nicht mache, dann sitze ich da, dann werde ich hippelig, dann denke ich, oh Mann, ey, dann habe ich da überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ich kann mich null konzentrieren. Ja, es geht null. Geht gar nicht. Das gibt bei mir Schmerzen in der Brustwirbelsäule. Ja, Schmerzen. Ja, das manifestiert sich ja bei jedem anders. Ne? Ja. Hast du dann Kopfweh, Silvia? Nee, Kopfweh nicht, aber unruhig werde ich. Also ich kriege dann vielleicht Bluthochdruck. Genau, das Erste. Kann sein. Die Unruhe ist so das Erste. Und wenn ich es dann wirklich komplett unterdrücke quasi, egal was, also es ist immer dann, wenn ich irgendwo... was mache, was gerade nicht mit mir übereinstimmt, dann drückt sich das bei mir mit dem Schmerz in der Brustwirbelsäule aus. Ich habe da meinen Anzeiger. Ja, bei mir geht dann macht dann das Ohr dicht. Ich will das dann nicht mehr hören. Ja, okay. Das ist auch so, das hat sich auch irgendwann dann so eingebürgert. Ich weiß auch nicht. Ja, so hat da findet der Körper so seine Mittel und Wege, sich mitzuteilen, ne? Wichtiger Punkt für die Zuhörer, achtet mehr auf euren Körper. Also Ja, aber das stimmt, Tinnitus habe ich dann schon auch mal entwickelt. Ne? Mhm. So dieses, aber also jetzt nicht, wenn ich gerade nicht malen kann oder so, das jetzt nicht. Aber wenn ich gegen meine Überzeugung arbeiten muss oder wenn mich Situationen stressen, wo ich denke, boah, wie unnütz, also ne, das... Mhm. Da reagiere ich dann oft so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch mit Bluthochdruck. Davon kann Tinnitus nämlich auch kommen. Ohrgeräusche auch also kommen, dann werde ich so innerlich unruhig und dann habe ich manchmal so dieses Ding und dann merke ich, okay, jetzt muss ich runterfahren, jetzt muss es mir egal sein, jetzt muss ich mich entspannen und dann kriege ich das auch ruckzuck wieder weg. Genau. Ich muss mich entspannen. Ja? Los geht's! Aktiv! Jetzt neuerdings habe ich da ja Übungen für, wie ich mich dehnen kann und dann dabei entspannen kann. Dann höre ich noch deine Malmeditation, Andrea, und dann ist alles gut. Ach, die Mitte-Meditation, ne? Die ist schön. Ja, genau. Ja, klasse. Ja. Ja, ja, aber sonst muss ich sagen, mein Partner ist ganz, am Anfang hat er immer gefragt, und was hast du heute gemalt? Er war dann auch mal ganz aufgeregt, was ich da gemacht habe. Und jetzt ist es immer so am Wochenende, er so, und was hast du vor? Was willst du dieses Wochenende malen? Okay. Und als ich mein letztes Bild, was ihr gesehen habt, das Acrylbild, das große, was ich gemalt habe, dann hat er immer schon gefragt, wann wird das eigentlich fertig? Ne? So, wann willst du da eigentlich mal wieder weitermalen? Ne? Der hat dann immer schon mal so ein bisschen nachgefragt. Okay. Ja, ich dachte, da kommt dann die Frage, wann wird das denn ausgestellt? Ja, also ich habe tatsächlich eine befreundete Kollegin von mir, hat ihre Tanzschule zum Atelier umbenannt, also es ist jetzt sozusagen ein tanzendes Atelier, und hat gesagt, Nadine, das bietet sich doch an, vielleicht kannst du ja mal eine Ausstellung machen. Ich sage, dann sag mir mal das Thema, weil bis die alle fertig sind, das dauert noch. Naja, aber ich denke auch, in deiner Tanzschule wäre vielleicht viel Platz vielleicht für deine auch Bilder. Platz. Ja. Wir haben genug Platz, das ist richtig. Und weiße Wände. Das ist doch super. Perfekte Bedingung. Bietet sich doch total an. Wir könnten da
vielleicht da muss mal ich aber nochmal so lernen, wie eine. man sowas aufhängt und wie man sowas macht und so. Da, ich habe keine Ahnung. Ja, wir könnten da vielleicht auch so eine Partnerschaft machen, dass wir deine Tanzschule als Malfreunde-Atelier nutzen. Wir schicken dir dann Bilder hin, die du für die Wechselausstellung, kannst. Ja. Eine Wechselausstellung von den Malfreunden. Du hast das hingekriegt mit dem. Du hast das hingekriegt und hast rausgekriegt, wie das mit dem Malen funktioniert. Und dann kriegst du das auch hin, wie man die Bilder aufhängt. Na klar. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Bestimmt. Aber ja, da wäre ich also auch, also ich bin ja für alle Schandtaten offen beim Tanzen auch. Ich habe schon in Treppenhäusern getanzt. Ich habe sogar schon in Ausstellungskästen selbst drinnen getanzt. Also ganz verrückte. Ja, in Schaufenstern auch, alles Mögliche. Also da... Also ich bin gespannt. Das wird noch sehr interessant werden mit uns. Das glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Jetzt, wenn du unseren Podcast so gern hörst und alle Folgen nachgehört hast, bist du denn durch oder hast du noch welche? Ich bin brandaktuell. Du bist brandaktuell. Dann wäre jetzt so die Frage, hast du denn Fragen an uns? Ja, genau. Habe ich Fragen an euch? Ja, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt übers Malen. Ja, natürlich. Bei Happy Painting. Ja. Wir haben beide angefangen mit dem Malen, oder also Andrea wieder angefangen und ich überhaupt angefangen. Also du hast vorher auch noch nicht gemalt, Silvia, oder bist du jetzt auch erst dazu gekommen? Silvia ist auch Frischling, ja. Und wie lange malst du denn jetzt insgesamt schon? Ich habe 2018 habe ich angefangen mit Malen. Also da habe ich meinen ersten Malkurs gemacht bei Clarissa Hagenmeier. Und vorher habe ich gemalt mit meinem Zeichentablett. Also ich habe also damit nehme ich jetzt gerade auf. Digital. Ich habe ein Microsoft Surface geschenkt bekommen von meinem Mann. Und habe das dann irgendwo in einer Facebook-Gruppe, war das auch damals, habe ich das ganz stolz, also da ging es dann drum, was habt ihr denn für Weihnachtsgeschenke gekriegt und so, und dann habe ich das gesagt. Und dann hatte eine andere dasselbe bekommen und die illustriert Bücher, Kinderbücher. Cool. Und die hat dann gesagt, ja, sie hat ein neues Zeichentablett bekommen und dann habe ich so, also ich habe dasselbe bekommen. Aber meines kann nicht zeichnen. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, doch, doch, deines kann das dann auch. Und ich so, Und da ist natürlich ein Stift dabei und da ist ein Paint 3, heißt es irgendwie, Programm drauf. Und dann habe ich das so angefangen, wenn das zeichnen kann, das Tablet, ne? dann muss ich das ja mal machen. Und ich hatte Abenteuer-Kinderwelt-Kurse ja vorher gegeben als Kursleitung und habe da öfter mal irgendwie eine kleine Zeichnung gebraucht, einen kleinen Frosch oder eine Blume. Blume habe ich schon noch hingekriegt, aber Frosch hat es dann schon aufgehört. Und dann habe ich immer gewütet und habe immer gesagt, oh Mann, kriege ich nicht mal einen Frosch hin. Und jetzt mit dem Zeichentablett ging das dann ganz gut, weil da konnte man ja immer auf die Rückgängigkeitstaste Rückgängigtaste drücken. Und dann, so habe ich dann mich das so langsam rangetastet. Und dann habe ich mit dem Rauchen aufgehört und habe dann, lag krank im Bett. Ich hatte da ziemlich starke Grippe und habe dann irgendwie so gedacht, naja, also jetzt fange ich auch nicht mal an mit dem Rauchen, aber jetzt muss ich irgendwas machen, damit ich meine Hände beschäftigt habe. Ja. Und bin vorher schon immer über diese Werbeanzeigen gestolpert und dann habe ich mich da angemeldet. Das war der letzte Schritt bei mir. Und da habt ihr euch dann getroffen? Ja, genau. Das war auch bei mir, war es jetzt nicht, ich habe erst später mit dem Rauchen aufgehört. Was? Du hast dann malst geraucht? Dann schon länger, Andrea? Da habe ich schon, ich male eigentlich schon immer. Oh, okay. Ich habe aber aufgehört mit, kurz vor meinem Burnout vor 10 Jahren, also vor 11, 12 Jahren ungefähr, habe ich aufgehört mit dem Malen, weil ich felsenfest überzeugt war, dass ich nicht malen kann. Okay. Ich bin in alle möglichen Kurse gelaufen und habe die immer nach 3, 4 Mal wieder abgebrochen, weil das, was da auf dem Papier landete, nicht mit dem übereinstimmte, was ich da hätte erreichen sollen. So. Ja, okay. Und das hat keinen Wert. Ich versuche hier Kurs um Kurs und da war mein persönliches Selbstverständnis einfach noch nicht so da, dass ich jetzt gesagt hätte, okay,
ich schätze einfach das, wie etwas aus mir kommt und pfeif auf die Kurse, ne? Das hatte ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Das hat, dass ich das nicht hatte, hat ja auch in den Burnout letztlich geführt. Und ja, und dann hat mich meine Arbeitsumgebung so stark energetisch auch gefordert, weil das so mir komplett alles widersprach, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt eh nichts mehr rundherum machen und das Malen kann ich eh nicht. Dann habe ich den ganzen ganze Zeug, alles verschenkt. Ich hatte also quasi die Ausstattung, die ich jetzt hier im Atelier habe, so ähnlich schon mal und hatte die komplett verschenkt. Und ja, kreativ geblieben bin ich dann aber, weil mich hat dann das Schreiben gerettet durch den Burnout und die ganze Wiederaufbauphase und neu kennenlernen und so weiter. Und ja, diese Happy Painting Anzeigen, die flatterten mir auch dauernd über den Bildschirm. Und ich so, nö, ich fange jetzt nicht wieder mit Malen an. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das war im Sommer. Und dann, so kurz vor Weihnachten, kam diese Werbeanzeige wieder. Und ich so, okay, den schenke ich mir jetzt zu Weihnachten. Und dann fand ich tatsächlich in unserem Schreibwarenladen im Städtchen noch den allerletzten Aquarellmalkasten, den die dort hatten. Seitdem haben sie keine mehr. Ich hab auf dich gewartet. Ja, genau. Und einen guten Malblock. Und dann habe ich da wieder angefangen. Und Silvia und ich waren quasi von Anfang an ja, mit unseren Postings, Kommentaren komplett aufeinander eingeschwungen, relativ schnell. Aber wohnt ihr denn auch in der Nähe voneinander? Nur 2 Stunden Entfernung, ja, okay. Mit dem Auto. Ja. Aber ihr habt früher zusammen, habt ihr gesagt, im Atelier zusammengemalt. Also habt ihr euch dann regelmäßig immer getroffen? Nicht regelmäßig, aber schon hin und wieder. Ja. Genau. Sie und noch eine andere Malfreundin waren auch hier und haben, Verzeihung, haben das Atelier mit mir eingeweiht. Das war ursprünglich hier unser Partykeller, wo ich auch als Jugendliche mit meinem Mann zusammen, damals waren wir schon mal ein Paar. Wir sind nach 25 Jahren wieder zusammengekommen. hier haben wir früher Geburtstage drin gefeiert und Silvester und so weiter. Und das war eigentlich so sein, ja, da hing er sehr dran. Und er hat es dann aber eines Tages, kam er mit dem Vorschlaghammer, hat gesagt, komm her, jetzt bauen wir das um da unten. Wir brauchen es eh nicht mehr. Als Partykeller jedenfalls. Und ja, und seitdem habe ich mein Atelier hier unten. Ja. Ja, und dann, da haben wir es bei dir eingeweiht. Dann genau. Wart ihr nochmal bei mir. Ja. Und dann... Ja, ich war auch noch mal alleine bei dir, ein oder zweimal. Dann warst du noch mal alleine genau. Bei mir und ich war noch du mal alleine noch bei mal dir. Hier, genau. Ja, und öfter ging nicht. Dann kam Corona, ne? Ja. Ja, ja. Genau. Also so lang ist das noch alles gar nicht. Nee. Und, aber ihr seid so ein gut eingeschworenes Team. Man würde denken, ja. Jahren. Von ja, Anfang also an war das... Es gibt da irgendeine magische Verbindung, keine Ahnung. Und es, wenn, es ist auch ein bisschen verrückt. Es ist total verrückt. Also ja, wenn ihr bei den, wenn du bei den Malfreunden mal irgendwo 2 Kommentare siehst, einen von ihr, einen von mir, ja, der das heißt schon so mit einer Minute Unterschied oder in derselben Minute gekommen ist, wir haben uns da nicht abgesprochen. Wir sprechen uns da nie ab. Geschwister im Geiste, was soll man sagen? Das ist wirklich verrückt. Genau so ist es, ja. Auch mit Ideen oder ja. So, ne? Wir haben so oft dieselbe Idee. Gerade wieder. Zur selben Zeit. Jetzt lassen uns, wieder, ja. Lassen uns zur selben Zeit von denselben Dingen auch ansprechen und anfixen. Das ist manchmal echt also verrückt. Also es ist nicht immer. Es gibt auch Sachen, wo Andrea mir irgendwas sagt und das macht gar nichts mit mir. Und dann ich sage nur Rapidograph. Rapidograph zum Beispiel, ja. Oder auch... ja, mit der Gouache, das hat mich auch bis jetzt noch nicht so mitgenommen. Ne? Ich bin mehr so bei macht den Öltastellkreiden und die, so. Mit denen kann ich nichts anfangen. Genau, also da haben wir kleine Unterschiede, merkt man da. Aber dann wieder sind so Situationen, wo du so denkst, ach, krass. Ne, den Stift hatte ich gestern auch in der Hand. Ja, genau. Also wirklich so, total verrückt. Ne? Oder wo wir, also das mit dem Kreativschnack zum Beispiel, da hatten wir ein Zoom-Meeting mit einer Theaterpädagogin, ist das, haben wir im letzten Podcast schon mal erwähnt. Und dann hatten wir über Nacht quasi dieselbe Idee, haben dann noch kurz am Namen gefeilt und haben dann gesagt, okay, machen wir einen Kreativschnack. Ja, aber den Namen haben wir auch zur selben Zeit eingegeben. Ja, das stimmt. Also wir haben über WhatsApp kommuniziert und ich schrieb Kreativschnack. Und Silvias Kreativschnack kam quasi
wieder zur selben Zeit. Lustig, ne? Das ist echt verrückt. Witzig. Ja. Ja, ist doch cool. Ja, und mit dem Podcast auch, ne? Das ist ja, also überhaupt so verbunden die Idee. Und dann zusammen seid ihr doppelt stark sozusagen. Ja. Und macht ganz viele schöne Dinge für alle anderen Frauen hier, die das hören. Ja, danke. Vielen, vielen Dank, Nadine. Na, sehr gerne. Wie ihr immer sagt, Gutes muss geteilt werden, ne? Ja, genau. Absolut. Ja, gut. Dann hätte ich auch gesagt, kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Wir bleiben in Verbindung. Absolut, auf jeden Fall. Ja, das freut uns auch sehr, dass wir da so verbunden sind. Ja. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann mal, wenn wir durch sind mit den vielen Kreativschnacks, die jetzt auf uns warten, gibt es dann vielleicht einen Kreativschnack 2 mit dir. Wie oder dann weitergegangen was ganz ist. Anderes. Ja. Ne? Mal gucken, was dann passiert. Wir sind auch offen für alles. Das ist schön. Super, ja. Ja, Nadine, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns die Ehre gegeben hast, heute unser Gast zu sein. Das war ein sehr unterhaltsames, inspirierendes Gespräch mit dir. Und ja, was mit dem Kreativschnack jetzt, was wir auch so ein bisschen erreichen wollen, ist halt zu zeigen, dass Kreativität eben nicht nur malen oder zeichnen ist, sondern es drückt sich eben in diesen ganz vielen unterschiedlichen Formen aus. Und die eigene Form und die eigene Sprache zu finden, das ist halt eines jeden Aufgabe. Und wo es einen hinzieht, da auch bitte hingehen. Da, wo das Leuchten ist, da gehen wir hin. Genau, immer den Lichtschalter anknüpfen. Immer dem Licht nach, ja. Ja, das mit dem Lichtschalter anknipsen, das muss ich mir echt merken. Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöne Methode. Ja, wenn du gehst zum Beispiel, ne? Wenn man geht und man sagt so, und jetzt leuchte mal für die anderen, dann gehst du ganz anders. Ja, genau, dann machst du nämlich... So. Ja, genau, richtig. Für die Zuhörerinnen, die es jetzt nicht hören können, die beiden haben sich gerade sehr stark aufgerichtet und waren am Strahlen. Ja, genau. Ja, wenn einen die Gäste so zum Strahlen bringen. Das ist toll, ja. Dankeschön. Und das mit schwarzen Fingern. Super. Ja, wollen wir noch kurz in die Kamera halten, was wir gemacht haben, Andrea? Ja. Können wir machen, ja. Also ich bin... Ja, Silvia mit ihren kleinen Tierchen und ich habe hier so meine Hunde und Löwen und alles Mögliche. Genau, bei mir ist es mehr so floral. Oh, cool. Ich bin hier auch so mit so einem Leporello-Dingsbums da zugange. Super. Also ich muss sagen, wo ich das Summit jetzt gesehen habe, was ihr alles so drauf habt, ne? Also das, dieses mit diesem Art-Journal ist ja fantastisch. Also das ist ja auch noch was ganz Neues für mich. Und das hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich habe schon ein paar Tanzbildchen gesammelt. Wer weiß, ne? Kann man ja schon mal anfangen. Und wenn ich dann erstmal meine Themen durch habe, vielleicht mache ich dann auch mal ein Art-Journal. Also Inspiration habt ihr jede Menge geliefert. Schön. Das ist doch prima. Freut uns sehr. Okay, dann vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, eine schöne Woche. Ja, bis zum nächsten Mal. Und wahrscheinlich, ich nehme an, es geht dann doch auch mit dem, Kreativschnack machen wir alle 14 Tage, genau. Also das wird jetzt ein neuer Rhythmus, also alle 2 Wochen, wenn es geht, Kreativschnack. Also wir haben ja alle 14 Tage jemanden dann in unserem, in der Malfreunde-Gruppe, die was vorführen, was zeigen, was sie so machen. Und das, ja, also unser Wunsch ist, dass wir die alle auch mal in den Podcast holen und zu Wort kommen lassen und dann vorstellen, ja, also in 14 Tagen wieder Podcast mit Kreativschnack und nächste Woche, ja, lasst euch überraschen. Da lassen wir uns wieder was anderes einfallen. Also ja, ich schalte auf jeden Fall wieder ein. So viel steht fest. Ich freue mich schon, wenn die Folge heute online geht, damit ich mir nochmal eure Tipps wieder notieren kann. Und Mittwoch, Nadine, Mittwoch. Ja, Mittwoch, gut, am Mittwoch. Und vielleicht hast du am Mittwochabend ja auch noch nichts vor. Da ist dann Live-Malen mit uns in der Malfreunde. Wenn ich schaffe, bin ich immer dabei. Ich habe halt Online-Training, das ist halt immer ein bisschen so Patchwork-mäßig gerade. Also auch von alle anderen, wenn ihr mal mitmachen wollt, ihr findet mich auf Facebook auf jeden Fall auch in der Malgruppe. Ihr könnt mich jederzeit fragen, auch für Tipps und Tricks stehe ich immer gerne zur Verfügung. Und super, danke. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, das ist meine Berufung. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann. Wir verlinken dich in den Shownotes, wie so schön heißt, mit all deinen Accounts und deiner Webseite und so weiter und so fort. Ja, genau.
Jawohl. Gut. Dann macht weiter so und bis Dankeschön. Zum nächsten Mal. Dir auch. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Dies war eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Silvia Eichhoff und Andrea Gunkler verabschieden sich für diese Woche. Lass uns gern wissen, wie dir diese Folge gefallen hat und kommentiere bei Facebook, auf Instagram oder auf unserer Homepage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Malfreunde, ja, das sind wir zwei. Machen kleben, plauder dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu.